Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Kevins Schicksal. Ja, weiter. Auf der Suche nach Elena. Ich glaube, hier kommen noch so ein paar böse Buben gleich. Aua. Ist hier ein Schatz? Gibt's hier einen Schatz? Gibt's hier einen Schatz? Nein. Kein Schatz, kein Schatz. Keine Waffen, kein Schatz. Keine Waffen, keine Waffen, keine Waffen. Da sind Waffen. Die sind nicht spanisch, die sind englisch. Wow! Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake? Wow! Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? Alter! Er ist da drüben! Boah. Arschloch. Schießt er mich einfach an, ey. Er ist da drüben. Gibt's hier Schätze? Schätzelein. Gibt's eine Waffe jetzt hier? Das muss Drakes Turm sein. Na dann mal schnell hinter. Ah, das ist doch nicht der Ernst, oder? Ja, jetzt geht's los. Den Schießen bringt gar nichts. So, mein Freund. Du bist erledigt, Bagdad. Ja. Genau zwischen die Augen, Bulle. Alter. Wer liegt denn hier rum? Ah, alles klar. Das ist der von eben. So. Komme ich nicht hoch? Komme ich auch nicht hoch? Da komme ich doch hoch. Aber von der Seite. Gibt es hier noch irgendwo was? Aufblinken? Ne. Sieht nicht so aus. Sieht jedenfalls nicht so aus. Hier gibt es doch bestimmt noch was. Ja, ein Schatz. Ein goldenes Lama. 14 von 60. Wer wollte nicht schon immer mal ein goldenes Lama haben? Zack. Und hops. Sehr gut. Wo kann sie sein? Ah! Nicht da. Nicht doch, meine ich. Boah. Elena! Meine Gute. Nee. Zack, jawohl. Wohin? Ach, hier rüber.
Wo ist sie nur? Wo ist sie nur? Meine zukünftige Freundin. Schaffe ich das? Ja. Hat er geschafft? Hat er geschafft. So, gibt es hier noch ein goldenes Pferd oder so? Nein. Wo sind denn die ganzen Kollegen hier? Das war bestimmt Drakes. Na bestimmt. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Hm. Sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Aufgepasst! Mein Gott! Elena! Oh, fuck! Ich dachte, ich habe wieder so viel Zeit wie immer. Aufgepasst! Scheiße. Oh nein! Ah, alles klar. Den Rechten zuerst, den Rechten zuerst. Fuck. What? Achso, das sollte passieren. Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein. Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Burgor! Herr Patan, mach die verdammte Tür auf! Los, Jack! Na toll. Was ist das für einer? Hey, Drake. Eddie Raja. Ich hätte es wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum. Ich mache dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Gujing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir. Was kann eine Frau allein schon ausrichten? Tja, Wände rausreißen. Und? Komm schon! Danke. Hey! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, Bukapito! Festhalten! Oh, was kommt jetzt? Sieht aus wie ein fetter Raketenwerfer. Los, los! Ach, Mist! Nee. Da sind sie! Eine Mumpelmaschine. Eine fette Mumpelmaschine. Hehehehe. Nut, nut. Jawohl, Junge. Ich habe sie.
Was? Mit L1 Granaten werfen? Jawohl, Junge. Granaten sind noch viel sinnvoller. Arschloch. Komm, 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 komm. Zeig dich, Junge. Meh, 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 meh. Da sind sie. Sie kommen von der Seite. Von wo? Alter, nichts können, Junge. Wo ist denn hier? Lass mich doch mal hinten gucken. Na, wie war das? Tja. Los, los, los. Verdammt. Wo, wo, wo? Nix könnt ihr, nix könnt ihr. Vorsicht, Klippe! Na, es kommt. Ich hab einen Granatwerfer. Und ihr nicht. Ah, ah, oh, oh, oh. Ich sagte, Vorsicht, Klippe! Alles klar da hinten? Ja. Alles super. Vorsicht! Alter. Wo habt ihr diese scheiß Motorräder her? Oh, ich bin gleich tot. Los, regeneriere dich. Regeneriere dich doch mal. Puh, puh. Habe ich gemacht. Oh, Klippe! Seh ich! Junge, 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 Junge. Wuhu! Kann gut fahren. Nate? Los, Vollgas! Schneller! Jawohl, Junge. Sehr geil. Geschafft! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschäfter! Ah, Vorsicht! Oh nein! Festhalten! Uiuiuiui! Hol mich hoch! Okay, nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Verdammt! Was? Komm schon! Oh oh! Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Der Typ spinnt. Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Taikamo. Ein Geisteskranker, ey. Los, los! Da ist er!
Die versunkene Stadt, Kapitel 8. Oh, verdammt nochmal! Die gehen wohl nie auf. Achso, wir müssen ja durch. Schnell. Oh! Sind die denn hier überall oder was? Stirb endlich. Okay. Schnapp den! Nagel den fest! Oh, Magnum, Junge. Batsch, Junge. Er ist hier drüben. Nein. Fuck. Die macht da richtig Action, Junge. Aber ich nehme ja trotzdem wieder die, weil da ist ja bloß noch ein Schuss drin. Ein Schüsschen. Ups. Munition, Munition! Oh, ein Schatz. Silberring mit Ornamenten, ne, den hatten wir doch schon. Oh, eine Trophäe verdient. Schatzsucher-Amateur. Stehe ich trotzdem nicht. Huch. Granate nehmen wir natürlich auch mit. Die ganzen Trophäen hatte ich doch schon. Moment, nachher noch. Ach, das war die hier. Die Magnum. Und schnell durch. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach komm, du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut, ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt! Diesmal fahr ich. Okay. Aber ey, Drake fährt, sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Folge für heute. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt Uncharted, Kevins Schicksal. Bis dann. Tschüssi.